sehen hier, die Sozialforschungsstelle ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der TU Dortmund. Wir machen vorrangig Beratung und Forschung. Ich unterrichte aber auch an der Fakultät für Rehabilitationspädagogik. Das heißt, bei mir durch die Seminare, vor allem durch die weiblich besetzten Seminare, kommen die, gehen die späteren Förderschullehrerinnen oder jetzt halt die Studierenden, die inklusiv lehren wollen. Wir bilden aber auch Menschen aus, die zum Beispiel in Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeiten, die in unterschiedlichen sozialen Einrichtungen arbeiten wollen. Und da ist es mir ein ganz wichtiges Anliegen, das, was heute das Thema der Veranstaltung ist, nämlich die Potenziale digitaler Medien einmal in der inklusiven Arbeit aufzuzeigen, aber andererseits auch zu zeigen, wie wichtig es ist, in digitale Medien hinein zu inkludieren. Ich bin zu diesem Thema 2007 gekommen. Da haben wir ein EU-Projekt gemacht zur Teilhabe von Roma-Familien in Barcelona. Die Kollegen, es war damals eine EU-Förderung, die das finanziert hat, und Frau Amrhein hat ja schon gesagt, international wird der Inklusionsbegriff anders konnotiert als bei uns. Die Kollegen in Barcelona haben da gesagt, wir machen Inklusion. Ich dachte erstmal, dann sind das wahrscheinlich Roma, die Behinderungen haben. Aber die haben das ganz anders gesehen. Nämlich die haben gesagt, diesen Roma-Familien möchten wir über digitale Medien den Anschluss an die Mehrheitsgesellschaft geben. Und das war für mich so der Einstieg in die Frage, welche Potenziale bietet unsere digitale Gesellschaft? Und Frau Linden hat es gerade in meiner Anmoderation gesagt, ich komme selber aus dem Medienbereich, habe sehr viel für Bildungsmedien gearbeitet und mich fasziniert jetzt halt die Frage, wie kann man diese Potenziale den Menschen zur Verfügung stellen, die vielleicht noch nicht online sind. Ich beschäftige mich mit der Inklusion aus zwei Perspektiven. Zum einen diese Perspektive, wie kann man mit digitalen Medien Menschen empowern, ihnen Möglichkeiten zur Teilhabe geben. Da sehen Sie zum Beispiel Smartphones oder Tablets, die jetzt gerade in den Communities von Menschen mit Behinderungen super aufgegriffen werden, weil da kann man ganz einfach mit Vision Sachen vergrößern. Das heißt, sie sind sehr beliebt in den Zielgruppen von Menschen mit Sehschwierigkeiten, von Hörschwierigkeiten, sind natürlich auch ein super Kommunikationsinstrument für Menschen, die vielleicht die eigenen vier Wände nicht verlassen oder Kommunikationsprobleme haben. Sie haben ja mit Ihrem Bekannten anfangs ein ganz plakatives, super Beispiel genannt. Die zweite Perspektive, für die ich heute stehen möchte, und da geht es jetzt mehr so um dieses Beispiel Roma-Community, ist die Inklusion in die digitale Gesellschaft. Wir sehen plötzlich etwas entstehen, und das ist ja der Hintergrund, Oliver Baumann hat es in seiner Einführung gesagt, wir sehen etwas Wichtiges entstehen, eine digitale Gesellschaft, aber wäre es nicht besser, wenn da alle Leute daran teilhaben und nicht dieses Klischee des gut ausgebildeten, weißen, männlichen Informatikers, des Early Adapters? Diese beiden Perspektiven, ne, ich muss in die richtige Richtung. Wichtig bei diesen beiden Perspektiven zu verstehen ist, dass es völlig unterschiedliche Zielgruppen sind. In meinen Vorlesungen nehme ich immer meine Mutter als Beispiel. Hier ist es vielleicht noch ein bisschen sicherer, die wohnt in Dortmund, keiner von Ihnen wird mit ihr in Kontakt kommen. Meine Mutter ist gerade pensionierte Lehrerin, sie ist gesund, sie ist super vernetzt, sie hat damit ein relativ hohes Einkommen und niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, sie ist aus einer gewissen gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen. Sie steht irgendwo am Rande, ja? Sie ist super fit. Und auf der anderen Seite, ich habe eben schon irgendwo die Kollegen vom Pixel-Labor gesehen, jetzt sehe ich sie gerade nicht mehr. Hallo. Die Kollegen vom Pixel-Labor in Düsseldorf machen ganz wunderbare Arbeit dabei, die Potenziale digitaler Medien aufzuzeigen für Menschen, die es vielleicht nicht ganz so einfach haben im Leben. Wo man dann mainstream-mäßig eher sagen würde, die Klientel dort könnte man als benachteiligt oder ausgrenzt bezeichnen. Nun, diese Menschen, die man im Mainstream-Diskurs dann eher als ausgegrenzt bezeichnen würde, aber jetzt digital sehr fit sind, die haben Möglichkeiten wie, sie kriegen ihren Gasvertrag deutlich billiger als meine Mutter. Die kommen auch in eine Theatervorstellung rein, wo meine Mutter gar nicht mehr hinkommt, weil die nämlich online vorher verkauft sind. Die müssen für ihre Girokonto gar nichts zahlen. Es gibt zahlreiche andere Perspektiven, zum Beispiel was Weiterbildungsmöglichkeiten angeht, wo meine Mutter, von der wir alle sagen würden, da gibt es eigentlich keine Inklusionsprobleme, diese zahlreichen Vorteile gar nicht nutzen kann, weil sie nämlich in ihrem Lehrerleben irgendwann gesagt hat, ach Computer, das lerne ich nicht mehr. Die letzten Zeugnisse habe ich für sie am Computer geschrieben. Ich glaube, diesen Typus, den haben sie alle irgendwo in der Verwandtschaft. Ich komme damit zu meinem ersten Teil, also zur Perspektive Inklusion in die digitale Gesellschaft. Hier habe ich Ihnen, als Soziologe muss man das, glaube ich, machen, so ein paar Zahlen und Fakten mitgebracht, stammen aus dem Jahr 2013. 16,5 Millionen Menschen in Deutschland waren noch nie im Internet. Können Sie sich vorstellen, wer das vor allem ist? Sie nicken.
Ältere Menschen, genau. Ältere Menschen. Haben Sie so eine zweite Gruppe? Sie haben auch gerade genickt. Sie haben nicht genickt? Können Sie trotzdem was schätzen? Kleinkinder, ja, hervorragend. Darüber spricht man nicht so häufig. Obwohl, gerade diese Woche hat die SZ ja auch eine Serie über Tablets bei Kleinkindern. Wie lange darf man ein Zweijähriges vors Tablet setzen und so weiter. Also die sind auch schon mittlerweile relativ weit dabei. Ich habe Ihnen einige soziodemografische Faktoren mitgebracht über genau diese Frage, wer ist jetzt online und wer nicht. Zunächst die gute Nachricht, die alte sogenannte Gender Gap. Seit den 70er Jahren wird das diskutiert. Frauen sind bei Medien nicht so dabei wie Männer. Sie haben dadurch Nachteile, sind schlechter informiert. Diese Gender Gap schließt sich. Wir sehen bei der Internetnutzung 81% der Männer sind dabei, 72% der Frauen, Tendenz aufholend. Auch die Frage der Ortsgröße, wo wohne ich? Noch in den 70er Jahren eine ganz wichtige Frage. Bin ich auf dem Land, bin ich abgeschnitten von Diskursen, von Kultur, von Infrastruktur, was immer. Auch da sehen wir keine Nachteile mehr. Ähnlich bei den Bundesländern, selbst das Bundesland mit der geringsten Internetnutzungszahl der Bundesbürger, Sachsen-Anhalt, holt da stark auf gegenüber Hansestadt Hamburg, halt einer großen Metropole, wo 82% der Menschen online sind. Andere Faktoren haben noch eine stärkere Ladung. Sie haben gerade richtig gesagt, ältere Menschen. Sie sehen es hier im Alter 60 plus, nur noch 60% der Menschen regelmäßig online, im Alter 14 bis 19. Darauf spielt Ihre Frage mit den kleinen Kindern dann an, sind es deutlich mehr. Und ich habe das hier vorne mal rot markiert. Das ist im Prinzip der soziodemografische Faktor, der noch am stärksten lädt. Also Menschen mit einer geringen Bildung sind weniger online als Menschen mit einem hohen formalen Bildungsabschluss. Und die zweite Gruppe sind die Menschen, die aus der Arbeit herausfallen. Auch da sehen wir Menschen, die in Arbeit sind, Klammer auf, da gibt es auch häufig Computer, egal in welchem Bereich sie gerade arbeiten, haben noch eine hohe Internetnutzungszeit. Und wenn dann eine Phase der Arbeitslosigkeit eintritt, geht diese wieder zurück und wir sehen dort auch digitale Kompetenzen schwinden. In den 80er Jahren gab es noch das Bild des katholischen Mädchens vom Lande. Das katholische Mädchen vom Lande wurde in den 80er Jahren als die Metapher für Benachteiligung geprägt. Das hatte alle soziodemografischen Faktoren. Katholizismus im Vergleich zum eher als aufgeklärt geltenden Protestantismus war eher mit Bildungsbenachteiligung oder mit Teilhabebenachteiligung zusammengebracht. Dann Mädchen, Bildungsverlierer gegenüber Jungen. Sie wissen alle, das hat sich mittlerweile umgekehrt. Junge Menschen, weniger integriert, weniger machtvoll in der Gesellschaft als ältere Menschen. Und dann noch ländliche Bevölkerung im Vergleich zu Metropolen. Dieses Klischee, diese Metapher stimmt überhaupt nicht mehr. Also, wenn Sie sich diese Zahlen hier anschauen, sehen wir, dass überall die Gaps aufholen. Und zum Beispiel in der Facebook-Nutzung, da haben die Frauen und Männer mittlerweile in den Kompetenzen überholt und auch in den Nutzungszahlen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich überlegen, wer sind jetzt diese Menschen, von denen wir als digital exkludiert sprechen. Dazu komme ich gleich noch. Zunächst die Frage, warum Inklusion in eine digitale Gesellschaft? Auch dort versuche ich wieder eine soziologische Perspektive aufzumachen. Die Informationsgesellschaft bietet Chancen, die Diskurse dazu kennen Sie alle, Assistenzsysteme für Menschen. Wir haben zum Beispiel kürzlich Apps untersucht für Menschen mit Autismus. Da gibt es Apps, die ihnen den Tag stark strukturieren und auch ihren Betreuern helfen, einen Tag so zu gestalten, dass er in wiederkehrende Elemente verfällt. Das ist für diese Menschen sehr leicht rezipierbar. Weiteres Feld der digitalen Gesellschaft, politische Mitbestimmung. Wir kennen das aus einigen skandinavischen Ländern. Wir kennen das aber auch aus Deutschland, aus den Online-Petitionen. Politische Teilhabe verlagert sich immer mehr in digitale Netze. Wer nicht da ist, nimmt nicht teil und schlimmer noch, bestimmt nicht die Politik von morgen. Weiteres Beispiel Arbeitsmarkt, völlig klar, am Arbeitsmarkt haben Sie heutzutage keine Chancen mehr ohne einen wunderschön in Word bereitete CV. Wir haben im letzten Jahr in Dortmund zusammen mit der Agentur für Arbeit zusammen Kurse konzipiert, wo die Agentur für Arbeit Menschen, die halt noch nie am Computer gesessen haben, sehr nahe gebracht haben, wie man so eine CV am Computer formatiert. Da geht es um ganz grundlegende Sachen. Wie benutze ich eine Maus? Wie speichere ich Dokumente ab? Ganz großes Thema. Vor allem, wenn Sie sich das überlegen, seit 4 Jahren haben wir in Deutschland analoge Formulare für die Mehrwertsteuererklärung abgeschafft. Herr Schäuble war das aus Sparperspektive. Das trifft vor allem die ganz kleinen Entrepreneure, die wir als Migrantenökonomie kennen. Ja?
ein Kiosk oder so etwas. Großes Beschäftigungspotenzial für Menschen mit Migrationshintergrund. Die haben bisher eben ihre Mehrwertsteuer einfach auf einen Zettel aufgeschrieben und jetzt müssen sie plötzlich einen Computer bedienen. Inklusive der Fragen, wie mache ich einen Internetanschluss, wie erstelle ich ein PDF, wie lade ich etwas hoch. Ein Riesenrun damals auf die Volkshochschulen. Weiteres Thema, soziale Beziehungen. Wenn wir in Senioreneinrichtungen Kurse geben, dann sind immer die Fragen, wie kann ich mit meinen Kindern skypen? Ja, also ganz wichtige Frage, die sind jetzt über ganz Deutschland verteilt, ich möchte mit denen gerne in Kontakt bleiben, ich möchte über WhatsApp Babyfotos bekommen, das scheint die Killer-App in Senioren-Communities zu sein. Kultur habe ich gerade schon gesagt, es ist deutlich leichter an Karten ranzukommen, wenn sie es online machen, nicht irgendwo hingehen müssen, aber es gibt auch mittlerweile eine ganze Menge kulturelle Bildungsangebote, die online stattfinden. Neben den Chancen möchte ich mit Ihnen auch über Risiken sprechen, da haben wir zunächst einmal die Problematik, kann ich mir das leisten? Online zu gehen, sowohl die Flatrate als auch die elektronischen Zugangsgeräte. Dann die wichtige Frage, habe ich die Kompetenzen, etwas zu nutzen? Wir haben im letzten Jahr Kurse gemacht für Menschen mit geistiger Behinderung, die gerne Facebook nutzen wollten. Und da haben wir aus den Einrichtungen die Meldung bekommen, unsere Klienten, unsere Kunden machen das alle bereits, aber sie machen das natürlich in einer Art und Weise, wo wir gerne Unterstützung leisten wollten. Und da haben wir Kurseinheiten zu entwickeln, die super angekommen sind. Man muss sich darüber klar werden, digitale Orte wollen von allen Menschen genutzt werden, also muss man auch diese Kompetenzen unterschiedlich zur Verfügung stellen. Geld, Angst, Motivation, gehe ich ein bisschen drüber hinweg. Da möchte ich mich mit Ihnen darüber unterhalten, was eigentlich Benachteiligung heißt. Verraten Sie nicht weiter, dass ich so viel über meine Mutter erzählt habe, aber ich glaube, dieses plakative Beispiel und auch vielleicht Ihr Kollege Martin macht deutlich, dass Benachteiligung in digitalen Medien etwas ganz anderes heißen kann, als das, was wir außerhalb in den Offline-Medien sehen. Wir wissen zum Beispiel aus einer Studie von der Aktion Mensch, dass Menschen mit sensuellen Einschränkungen, auch motorischen Einschränkungen, landläufig Menschen mit Behinderung, deutlich aktiver im Internet sind, deutlich höhere Nutzungszahlen Zeiten und damit auch unterstellt höhere Kompetenzen aufweisen als die Vergleichsgruppe der nicht behinderten Menschen. Das heißt, da haben wir es mit einer Zielgruppe zu tun, die ihr Leben in diese digitalen Netze verlagert und dort Anreize findet, an der Gesellschaft teilzuhaben. Dann möchte ich aus der Perspektive der Diversity-Forschung auch noch den Aspekt hinzubringen, dass digitale Medien dann besonders spannend sind, wenn sie mit sehr vielfältigen Perspektiven, sehr vielfältigem Content gefüllt werden. Das beste Beispiel ist die Wikipedia. Technisch ein uraltes Ding, gibt schon seit etlichen Jahren. Aber so richtig spannend an der Wikipedia ist ja nur der vielfältige Kontext. Wenn Sie heute reingehen, kriegen Sie ja quasi alles. Wenn wir uns die Anfänge der Wikipedia vorstellen, begann sie mit einer Klientel von gut gebildeten, jungen, weißen Männern. Ungefähr so meine Klientel. Und was haben die in der Wikipedia geteilt? IT-Themen, Motorenthemen, Pornografie und lustigerweise Katzenbilder. Das kann irgendwie keiner erklären. Die Katzenbilder gibt es immer noch. Aber durch die Zuwanderung zum Wikipedia, zu diesem Ort, von anderen Gruppen, zunächst die gut gebildeten, weißen, jungen Frauen, danach auch heterogenere Klientele und heute sind ja auch sehr viele Senioren dort, finden wir ein deutlich breiteres Angebot und dadurch ist die Wikipedia eigentlich erst zu dem Angebot geworden, das wir alle so schätzen. Man findet alles. In der Reha-Pädagogik beschäftigen wir uns dann mit der Frage, wie können wir all diese Menschen mit oder ohne Benachteiligung, große Benachteiligung, kleine Benachteiligung dazu empowern, an dieser Gesellschaft teilzuhaben. Die soziologisch Vorbestraften unter Ihnen werden vielleicht bei den weißen Kreisen, die ich oben bei den Chancen gezeichnet habe, schon so ein bisschen Systemtheorie rausgehört haben. Ja, ein Soziologe kommt nicht aus, ohne Niklas Luhmann zu zitieren. Und er hat sich bereits in den 80er Jahren um den Inklusionsbegriff gekümmert und hat gesagt, im Prinzip kann man sich das so ähnlich, am besten beispielhaft mit der mittelalterlichen Standesgesellschaft vor Augen führen. Wir machen das mal, kleines Experiment. Frau Amrhein, wir beamen Sie ins Mittelalter. Junger Mann sind Sie, Schmied, solche Arme, vielleicht 14, sind gerade mitten im Erwerbsleben. Was war denn Ihr Vater wohl von Beruf? Ach, Frau, nehmen wir Frau Amrhein, genau, die ist ja auch muskulös, ne? Frau Amrhein, was war Ihr Vater vom Beruf? Jockey. Nein, Sie sind doch im Mittelalter, Sie sind Schmied. So schnell kann ich mich nicht erreichen. Der war auch Schmied, ne? Was werden Ihre Kinder? Auch Schmied, ne?
Sie sind in einer kleinen dörflichen Gesellschaft groß geworden. Wo finden Sie Ihre Frau? Sie sind immer der Schnellste hier vorne. Ne? Ihre Frau finden Sie in dem gleichen Dorf. Wo werden Ihre Kinder heiraten? Im gleichen Dorf. Wenn Ihnen mal irgendwas passiert, ein Hammer auf den Fuß fällt, wer kümmert sich um Sie? Genau, der Schmied. Das Dorf, ne? Das heißt, wir haben es hier mit einer Gesellschaft zu tun, die sehr homogen, sehr klein, sehr prognostizierbar, sehr unkomplex ist. So, und jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel. Jetzt nehmen wir Frau Lindner, ja? Moderne junge Frau, sie führen eine transatlantische Beziehung, ich erfinde das gerade alles, ne? Ich erzähle da nichts aus dem Nähkästchen. Sie führen eine transatlantische Beziehung, sie sind in zwei politischen Gruppierungen aktiv, die vielleicht auch noch unterschiedliche politische Ziele verfolgen. Ne? Da schlagen stets zwei Herzen in ihrer Brust. Sie kommen aus dem Medien, aus dem Bildungsbereich, sie wollen vielleicht aber auch in den Medienbereich. Sie wissen nicht genau, ob sie ihre nächsten 10 Jahre hier arbeiten werden. Reykjavik habe ich eben gesehen, soll total schön sein. Ja? Sie sind vielleicht gleichzeitig im Golfclub aktiv, helfen aber auch bei der Tafel aus. Das heißt, da kommen sie mit ganz unterschiedlichen Klientelen in Verbindung. Und sie werden auseinandergerissen zwischen diesen verschiedenen Potenzialen und Richtungen, die Gesellschaft bietet. Ja. Das hatten wir alle schon mal. So. Caspar David Friedrich, Frühromantik, ja, der Wanderer über dem Nebelmeer. Caspar David Friedrich kam in eine Zeit rein, wo es eine neue Technologie gab, die irgendwie alles verändert hat. Leute arbeiteten völlig anders. Es kamen neue Ideen in sein Dorf, in seine Stadt rein. Anders aussehende Leute von weit weg mit ganz anderen Ideen kamen dahin, haben alles verändert. Die Welt wurde total komplex. Und wie hat die Romantik geantwortet? Ich hätte es gerne einfach. Ne? Ich würde gerne über dem Nebelmeer wandern. Leitmotiv der Frühromantik, auch bei Novalis, ist dieses zurück zur Natur, besinnlicher, etwas ruhiger sein. Die Innovation, über die ich gerade spreche, ist die Eisenbahn, die damals eingeführt wurde. Die hat zum Beispiel in eine Stadt wie Kassel nach hier fremde Leute zum Beispiel aus Frankfurt gebracht, die haben andere Sprachen benutzt, sahen auch ganz anders aus, neue kulturelle Ideen, haben andere Münzen gehabt. Also diese totale Verwirrung innerhalb einer Gesellschaft, und das bringt mich auf etwas anderes. Diese Leute sind auch sehr verwirrt. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und auch diese Leute sehen sich nach einfachen Lösungen. Ja? Während es bei der Romantik die Sehnsucht nach der Natur, nach der Harmonie, nach dem Einklang ist, ist es bei denen hier der Schrei nach einfachen Lösungen. Und sie kennen die alle. Es gibt aber auch noch etwas Zweites, was man von denen hier lernen kann. Und das hat der Bundesjustizminister Heiko Maas kürzlich gesagt. Pegida findet nur an einem Tag in der Woche statt. Aber das Warmhetzen, das Warmschreien, das Reinsteigern in den Hass, das findet an 6 Tagen in der Woche statt. Und dafür brauchen die hier das Internet. Ich weiß nicht, ob sich jemand von Ihnen schon mal die Finger dran schmutzig gemacht hat, aber man sieht es ja auch in den Mainstream-Medien immer, was da an Hass so kolportiert wird und so. Das heißt, wir sehen hier ein ganz starkes Zusammengehen von digitalen Medien, von gesellschaftlicher Aufarbeitung und von Komplexität. Das bringt mich jetzt zu meinen Kernbotschaften. Ich wollte aus dieser soziologischen Perspektive ableiten, dass es ein gegenseitiges Zusammenhang von gesellschaftlicher Komplexität und Mediatisierung gibt. Pegida würde wahrscheinlich nicht so stattfinden ohne Facebook. In der Informationsgesellschaft, ich arbeite hier noch ein bisschen mit so einem technischen Medium, da bin ich noch nicht ganz konfirm mit. In der Informationsgesellschaft bedeuten Medien immer auch Teilhabe, sowohl für die Pegida-Demonstranten als auch für Martin, als auch für meine Mutter. Und mit der Verlagerung von gesellschaftlichen Systemen in digitale Medien schaffen wir dort einen neuen Raum. Ich hatte kürzlich in meiner Vorlesung vor den Reha-Pädagoginnen die Frage, ja, sollen wir denn überhaupt zu Facebook gehen? Ich sagte, natürlich. Ja, also ihr wollt irgendwann mal in Einrichtungen arbeiten. Ihr wollt mit Senioren arbeiten, mit Menschen mit Behinderungen, mit Migranten. Die sind ja schon alle da. Wie könnt ihr denn da mitreden, wenn jemand sagt, ich bin todtraurig, ich habe gestern 2 Likes weniger gekriegt als jemand anderes. Ja, da bricht für manche Leute eine Welt zusammen. So, und wenn man jetzt als Reha-Pädagoge oder in ihren anderen Berufen, in denen sie mit Gesellschaft arbeiten, wenn man nicht da ist, wenn man nicht weiß, was ein Like heißt und was der Unterschied zwischen einem Freund im richtigen Leben und bei Facebook ist, wenn man damit nicht umgehen kann, dann kann man mit diesen Menschen nicht arbeiten. Deswegen sage ich, jeder Reha-Pädagoge braucht einen Facebook-Account. Und sei es ein Fake und sei es nur mal zum Ausprobieren. Man muss auch mal mit verschiedenen Apps probiert haben. Das heißt,
Man kann eigentlich nicht daran vorbeigehen. Meine Schlussfolgerung zu dieser ersten Perspektive: Was kann man tun? Oh, das ist nett, vielen Dank. Nötig sind Unterstützungsinstrumente für kompetente Nutzung. Und diese Menschen, die noch nicht online sind oder wenig kompetent online sind, denen kann man ja nicht ein Tablet in die Hand geben und sagen, guck dir das YouTube-Video dazu an. Ich stand kürzlich vor der Frage, meiner Tochter einen Zopf zu machen. Meine Frau hat gesagt, mach das mal. Und was habe ich gemacht? Klar, was jeder macht, man guckt erstmal bei YouTube. Super Videos, französische Zöpfe kann ich jetzt flechten. Ich habe sogar einen Zopf mit dem Staubsauger geflochten, das geht. Man darf nur die Wattzahl nicht allzu hoch drehen. Werde ich jetzt auch nicht wieder machen. Okay, alles Mögliche kann man bei YouTube lernen, ja? Aber die Leute, die nicht bei YouTube sind und nicht online sind, denen kann man ja nicht sagen, lern das mal bei YouTube, sondern für die braucht es Lernorte und lernunterstützende Personen. Frau Amrain hat gerade den Lernort Schule thematisiert und die lernunterstützenden Personen Lehrer, aber es gibt ja 100.000 Lernorte in unserer Gesellschaft. Der Betrieb ist ein ganz wichtiger dafür. Im Arbeitsleben lernt man enorm viel, gerade durch das über die Schulter gucken von Kollegen. Und diese Orte und die Menschen sollten in das Zentrum von pädagogischen Ansätzen rücken. Ja, wir können nicht mitmachen. Nicht mitmachen. In meiner Präsentation sind zum Schluss einige Links. Hier habe ich Ihnen einige Beispiele mitgebracht. Wir verteilen die Präsentation nachher. Sie können sich dann verschiedene Tools mal angucken. Und in meinem zweiten Teil jetzt möchte ich auch stärker auf einzelne Angebote eingehen. Jetzt geht es nämlich um die Frage Inklusion mit digitalen Medien. Während es im ersten Teil darum ging, Ihnen deutlich zu machen, wie wichtig die digitale Gesellschaft ist und wie wichtig die Gesellschaft davon profitieren könnte, wenn alle Leute sie mitgestalten, geht es jetzt halt um digitale Tools. Ich habe 6 Handlungsfelder mal mitgebracht, wie digitale Medieninklusion fördern können. Zum einen das ganz wichtige Thema Thematisierung von Inklusion. Wir haben es ja gerade gehört, Inklusion ist in aller Munde. Dadurch wird es zerbreit, zerkaut, totgekaut und auch gar nicht mehr so richtig erkennbar. Aber Inklusion muss trotzdem noch in den Mainstream irgendwie reingerückt werden. Dafür finde ich diese von der Aktion Menschunterstützung Website ganz gut, auf der Journalisten angeregt werden, über das Thema Inklusion nachzudenken und hohle Phrasen zu vermeiden. Also so etwas wie, hier steht, sie leidet an Muskelschwund. Ja? Solche Phrasen werden versucht auf der Website zu substanziieren und durch bessere und aufgeklärte Perspektiven zu ersetzen. Zweite Perspektive, wie digitale Medien Inklusion fördern können, wäre der inklusive Zugang zu öffentlicher Kommunikation. Mit der Bundeszentrale für politische Bildung haben wir einen sehr starken, sehr, sehr mächtigen Partner hier, die auch dazu übergegangen sind, ihre Medien zunehmend in leichter Sprache zu formulieren. Und viele der öffentlichen Einrichtungen in Deutschland sind jetzt in letzter Zeit dazu übergegangen, ihre Websites auch mal mit einfacher oder leichter Sprache zu unterlegen, damit tatsächlich alle Menschen verstehen können, was dort passiert. Hier habe ich Ihnen einige Beispiele mitgebracht. Also wir haben hier einen YouTube-Blog hier unten, das ist Jan, er macht YouTube-Videos. Dann haben wir hier einen Blog, wo es um Inklusionsthemen geht. Aus meiner Perspektive also relativ wichtig, durch Medien Zugang zu öffentlichen Diskursen herzustellen. Dann, das ist ein Bereich, da beschäftigt sich eine Kollegin von mir an der Fakultät für Rehabilitationswissenschaften sehr intensiv mit Teilhabe an kultureller Bildung durch digitale Medien. Also wir machen da ganz spannende Projekte, wo es um Museumsbesuche geht, die auf Tablets vorbereitet werden für Leute, die dort nicht hingehen können. Es geht aber auch um das selber Kunstproduzieren von Menschen mit und ohne Einschränkungen über digitale Medien. Dazu habe ich Ihnen gleich noch einige Links mitgebracht, was man alles machen kann. Viertens dann das ganz wichtige Thema der digitalen Hilfsmittel. Wir haben an der Reha-Fakultät ein kleines Museum eingerichtet über digitale Hilfsmittel und da haben wir noch sogenannte Talker, ich weiß nicht, wer von Ihnen das kennt, also für Menschen, die sich nicht über Stimme ausdrücken können, die hatten früher so große Geräte bei, da konnte man dann vorher Sätze einprogrammieren und auf Tasten dann draufdrücken, dann haben die es abgespielt. Wahnsinnig schwere Dinger, sehr unheimlich, sehr unsexy und sehr teuer. Das macht heutzutage alles ein iPhone, ne? Oder ein Android.
Das heißt, hier haben sich Tablets und Smartphones als so etwas wie Teilhabemaschinen umgesetzt. Wir kennen von ganz vielen Kindern von Förderschulen, dass die auch eine ganz starke, ja, so einen Coolness-Faktor kriegen. Ne? Das sind Kinder wie der Martin, die sich früher nicht so gut ausdrücken konnten, und in der Schule dürfen die jetzt plötzlich ihr Smartphone mit benutzen und werden dazu plötzlich auch so etwas wie Aufmerksamkeitsträger, weil sie halt so ein cooles Teil dabei haben. Vor allem das iPad ist unheimlich stark in solchen Funktionen wie der Lupe, der Vorlesefunktion, Sprachsteuerung und Übersetzung. Ich habe vor 2 Wochen in Lissabon auf einer Konferenz ein Tool gesehen, das ist ein Browser-Plugin. Das zeigt auch immer die Zeichensprache für Texte, die gelesen werden, um da die Schnittstelle zu Dolmetschern zu bringen. Und natürlich ist diese Thematik auch mit zahlreichen Problemen behaftet. Wir alle kennen den Diskurs um Big Data. Es ist, glaube ich, relativ nachvollziehbar, dass aus der Perspektive vieler Menschen, die mit diesen Zielgruppen arbeiten, auch noch so etwas wie eine paternalistische Perspektive dabei bleibt. Das ist ein bisschen zu gefährlich für dich. Vielleicht machst du das doch lieber nicht. Da muss man ganz aktiv Aufklärungs- und Informationsarbeit leisten. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr eine Masterarbeit betreut. Da hat eine Studentin Interviews geführt mit Menschen mit Lernschwierigkeiten und hat geguckt, wie gut ist ihr Internetzugang, also wie kompetent sind sie, wie häufig nutzen sie das, und da haben wir einen ganz starken Unterschied gesehen zwischen den Menschen, die in ihrem familiären Umfeld gelebt haben, mit Geschwistern, mit den Eltern. Die sind da relativ offen. Ne? Da hat man vielleicht andere Geschwister, die vorgehen und sagen, ich will ein Smartphone, ich will eine Playstation, ich will da was machen. Dann werden die Kinder mit dem Förderbedarf auch mitgenommen. Und auf der anderen Seite den Kindern und Jugendlichen, die im betreuten Wohnen von professionellen Reha-Pädagogen betreut wurden, da gab es dann deutlich weniger. Da gab es so Ängste wie, kann man das WLAN wirklich öffnen, können wir mit dem Tablet umgehen, holen wir uns da nicht was Verbotenes ins Haus. Da muss man auch ganz viel Aufklärungsarbeit auch auf professioneller Ebene leisten. Ich komme zu meiner letzten Antwort auf die Frage, ob digitale Medien Inklusion fördern können. Total spannendes Thema ist die Crowd. Ja, also die Masse der vielen. Das, was Sie zurzeit sehen als Sharing Economy oder als Crowdfunding, all das ist zurzeit ein enorm toller Treiber in der ganzen Teilhabebewegung. Ich habe Ihnen hier 2 Beispiele mitgenommen. An unserer Fakultät ist im letzten Jahr eine Dissertation erstellt worden. Da hat ein Kollege ein kleines Browser-Plugin programmiert, mit dem man surfen konnte, und wenn man dann einen Begriff nicht verstanden hat, nehmen wir den Begriff Inklusion, wir verstehen ihn alle nicht so richtig, dann könnte man, wenn man ihn nicht versteht, den markieren und sagen, Knofit, so heißt dieses Tool, erklär mir das mal in leichter Sprache. Und dieses Lexikon in leichter Sprache, das dahinter steht, wird von der Crowd, häufig auch von Menschen mit Lernschwierigkeiten selber, gefüllt, sodass es quasi von Zielgruppe für Zielgruppe programmiert wird. Ein ganz anderes bekanntes Crowd-Beispiel ist die Wheelmap. Das ist eine Online-Plattform, wo Sie markieren können, wenn es irgendwo Zugangsbarrieren gibt. Entweder wenn Sie selber im Rolli sitzen oder wenn Sie es für andere Leute machen wollen. So kann man dann auf einer Karte zeigen, hier sind folgende Probleme, tut doch mal etwas dran. Auch die Rolle der Crowd. Ich hatte Ihnen ja ein paar Links versprochen, die können Sie ja nachher aus der Präsentation noch rausziehen. Ich habe Ihnen hier 2 Typen von Unterstützungssystemen und Ansätzen mitgebracht. Zum einen für Betroffene, also es gibt im Internet wahnsinnig viele Selbsthilfegruppen. Ich bin im letzten Jahr angesprochen worden vom Verband der Mukoviszidose-Patienten in Deutschland. Die tauschen sich unheimlich viel über Facebook aus, weil es da Patienten gibt, die manchmal mehrere Monate lang nicht aus dem eigenen Haus raus können, wegen Ansteckungsgefahr. Und für die ist das natürlich das super Austauschinstrument, um am Diskurs teilzuhaben, um sich über Krankheitsbilder, über Medikationen und zu unterhalten. Und ein gutes Beispiel ist auch hier diese Website, ist allerdings aus Amerika und englischsprachig, Patients Like Me, deren Anspruch es ist, Patienten miteinander zu verbinden und sie in den Diskurs zu bringen. Was hat bei dir geholfen, was bei dir nicht? Facebook, Internetseiten, Blogs sind enorm tolle Kommunikations-, aber auch Informationsmöglichkeiten, um sich über Hilfsansätze auszuhalten. Wir kennen zum Beispiel alle das Sorgentelefon, das mittlerweile auch eine digitale Hotline hat und da enorm erfolgreich ist. Online-Assistenz, Wheelmap.org hatte ich eben gesagt. Ein anderes schönes Beispiel ist Universal Subtitles. Auch das baut auf der Crowd auf und macht nichts anderes als Untertitel für YouTube-Videos in die Cloud zu stellen. Ne? Alle Leute gucken sich gerne YouTube-Videos an.
Ich habe ja von meinem Faible dafür erzählt. Alle Kinder machen das mittlerweile, aber die Kinder, die nichts hören können, die sind darauf angewiesen, dass jemand für sie Untertitel reinschreibt. Und Universal Subtitles oder Amara, das sind zwei Plattformen, wo man sagt, ich bin jetzt Freiwilliger, ich untertitel einfach mal das französische Zopfeflechten YouTube-Video, damit Herr Pelka das ein bisschen besser hinkriegt. Für Barrierenvermeider, dann gibt es verschiedene Meldestellen, an die man Barrieren im Internet, also so etwas wie nicht funktionierende Plugins oder Probleme mit Screenreadern oder so etwas melden kann. Für Barrierenvermeider finden wir im Netz sehr viele Leitfäden, Selbsthilfen zu Leitfäden. Und das sind ganz tolle Testwerkzeuge. Jeder von Ihnen, der in irgendeiner Einrichtung irgendwo eine Website betreut, dem rate ich dringend, die Website einfach mal in dieses Tool da reinzuschmeißen. Total einfach. Sie nehmen einfach die URL Ihrer Website, www.bbp.de, tun das da rein, vor allem hier zum Beispiel auf dieses Tool hier, und Sie kriegen dann eine Problemanalyse. Da ist man erstmal erschreckt, wie viele Probleme man hat auf der eigenen Website. Das sind alles die Barrieren, die zum Beispiel ein Screenreader hat oder verschiedene andere Interfaces. Total einfach und total einfach zu bedienende Plattform. Zum Schluss beginne ich mit einem kleinen Plädoyer, das ich auch von der Kollegin Anne Hage bekommen habe. Das ist aus dem inklusive Medienarbeit Methodenhandbuch der lokalen Medienarbeit NRW und schlägt 4 Schritte vor, wie man Inklusion, in Klammern auch digitale Inklusion, beginnt. Ich ende einfach mit dem kurzen Plädoyer. Es beginnt mit einem Selbstcheck. Was weiß ich über Inklusion? Was ist mein Inklusionsbild? Dann über das Voneinanderlernen, über Netzwerke. Es geht weiter über das Wissen aufbauen, zum Beispiel über Behinderungsbilder, aber auch über Methoden, Technologien. Und zum Schluss starten, einfach mal selber machen und reflektieren.